Hallo und willkommen zurück zur Schicksalsklinge vom Schwarzen Auge. Ja, in der letzten Folge mussten wir etwas abrupt enden, weil unser Nachbarshund, der übrigens immer noch da ist, anfing hier Terz zu machen. Der kam wahrscheinlich nicht damit klar, von wegen, dass hier so viele Leute in dem Bordell hier gerade Terz machen. Ja, ihr hört es immer noch im Hintergrund. Ich dachte, ich würde ihn beruhigen können, aber hat dann doch nicht so ganz geklappt. Ja, wir sind hier jedenfalls noch gerade in einem epischen Kampf. Ja, die erste liegt von uns auch schon auf dem Boden. Schattensee sieht im Moment auch gerade nicht gut aus. Der muss ich gleich helfen. Ja, Ralina bzw. Belana hat keine Pfeile mehr. Und ja, da muss ich jetzt erstmal gleich gucken, dass ich ihr irgendwie... Ja, die ist gerade nur in Nahkampf übergegangen. Ach, egal, das kriegen wir alles hin. So, wir gehen auf alte Option, weil wir versuchen, den da oben jetzt erstmal wegzubekommen. Das klappt so nicht. Gut, okay, sie muss sich bewegen. Gut, dann geht da hin, weil ich hole da Toscha dann gleich runter. Und Datoscha muss dann da unten erst einmal dafür sorgen, dass die ganzen Piraten bleiben. Ah, der haut ab. Gut. Sehr gut. Das bedeutet, dass es hier schon mal etwas ruhiger wird. So, und du bewegst dich. Du gehst mal hier oben hin. So. Und der geht natürlich hinter Schattensee her. Wie soll es auch anders sein? Klar, die gehen natürlich so wie ich aufs schwächste Glied. Wie soll es auch anders sein? So, Datoscha, du bewegst dich. Du gehst... Ah, wo gehst du hin? Ich glaube, du gehst dahin. Sollte ganz gut sein. Weil da sollte die beiden da unten abfangen. Genau. So, du gehst auf Angriff. Und ich glaube, wir machen erstmal den da oben weg. Oder auch nicht. Du bewegst dich immer noch und gehst erst einmal hier hin. Ich glaube, das ist gut. Genau, das ist gut. So, hier wartest du ab oder Gegenstand wechseln. Gegenstand wechseln, genau. Und zwar wirst du jetzt hier erstmal einen Heiltrank nehmen. Und du wirst angreifen. Und zwar diesen guten Mann. Weil der wird hier sonst auch gleich noch auf Kadia mit eintreschen. Und das muss nicht sein. So. Und todesmutig greifen sie hier alle in die Kämpfe ein. So, du bewegst dich. Ach, du brauchst dich gar nicht bewegen. Du kannst nämlich angreifen, und zwar ihn hier. Ich hoffe ja, dass die Piraten jetzt nicht so viel aushalten wie die Streuner. Weil die Streuner, die haben ja schon gut einiges ausgehalten. Und das war nicht lustig. So, du bewegst dich und gehst hier runter. Weil ich glaube, du hast gar keine Pfeile mehr. Deswegen wolltest du auch gerade nicht die Waffe wechseln. Doch, okay, Waffen... Kann sie. Gut, dann beweg dich, dann geh eins hier hin. Och, zu weit. Oh. Na gut, okay, den kannst du da oben auch noch angreifen. So, Gegenstand benutzen. Gibt Lebenspunkte wieder. So, und du greifst an. Und zwar ihn hier unten. Genau, sehr schön. So, der andere Streuner da unten hat sich mittlerweile schon aus dem Staub gemacht. Nicht, dass der noch mehr Leute da ruft. Okay, vorhin sind ja auch schon zwei flüchten gegangen. Kann natürlich sein, dass die dann halt eben auch um Hilfe gerufen haben. Hm, die Piraten, ja, die halten wieder gut aus. So, muss ich jetzt Waffe wechseln? Oder wir probieren es einfach mal. Ich hoffe ja mal... Nee, das klappt so nicht. Ich muss also wieder Waffe wechseln. Und zwar auf den langen Bogen. Aber wir können wenigstens noch angreifen, das finde ich gut. Hat keine... Och, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Warte mal, Gegenstand wechseln. Das heißt, sie muss wahrscheinlich die Pfeile erstmal wieder in die Hand nehmen. Gut, okay. Die hat jetzt die Pfeile wieder in die Hand genommen. Weil das war ja nicht selbstverständlich, dass man das tut. Achso, nee, sie kann sich nicht... Guck mal her. So, bewegen. Du musst... Obwohl, sie hat ja jetzt auch gerade dahin. Genau, weil sie ist ja jetzt wieder hier. Gut, aber sie kann angreifen. Sie hat doch noch Pfeile, obwohl sie eigentlich relativ wenig hatte. Deswegen dachte ich eigentlich, dass sie deswegen den Bogen weggelegt hat. Aber war dann doch nicht der Fall gewesen. So, gut, der geht auch flüchten. Sehr schön.
Also ich glaube, den Kampf, den sollten wir doch noch ganz gut hinkriegen, auch wenn Maralina auf dem Boden liegt. Was natürlich nicht so geplant gewesen ist. Warte mal. Du gehst dahin, da habe ich einen besseren Überblick über dich. Ja, das ist halt eben etwas blöd hier mit den Mauern. Da sieht man nicht wirklich, wo die Charaktere gerade stehen oder wo man mit diesem komischen Cursor da lang geht. Ist etwas ungeschickt gemacht. So, Angriff. Ach, gucke mal. Auf einmal kann sie wieder angreifen. Ist das nicht schön? Ja, natürlich ist das schön. So, komm. Und. Ach, schade. Ich dachte, sie hätte gleich nochmal getroffen. Das wäre natürlich ideal gewesen. So, du greifst auch an. Ah, der geht auch flüchten. Sehr schön. Da war es wieder einer weniger. Aber komm, bevor du irgendwelche Leute rufst und Windtochter steht da gerade so schön. Tut mir leid. Aber ich bin sicher, er kann es verstehen. Oder sie? Es? Was auch immer, weil der Schrei war ja weiblich, aber der Char sieht trotzdem männlich aus. Naja, ist ja auch egal. Es kann keine Hilfe mehr rufen. Tja, greift auch schön brav an. Du kannst dich bewegen, du kannst da lang. Jetzt müssen wir hier nämlich wieder neu sortieren, wo die hingehen werden. Und auch eine alte Option. Zwar, der sollte doch auch mal langsam weg sein, oder? So, du darfst dich bewegen. Oder was heißt darfst? Du musst dich bewegen. Eins, zwei. Und weil du noch drei Schritte hast, kannst du ihn hier zerpflücken. Oder auch nicht. Wir probieren es jedenfalls mal. Also rein theoretisch könnte man jetzt vielleicht auch schon auf Autokampf wieder gehen, aber wer weiß auch, was für dumme Ideen die dann wieder kommen. Dann gehen die wahrscheinlich wieder in den Nahkampf und oh, Nahkampf gefällt mir besser. Ich bin zwar wesentlich besser im Fernkampf, aber hey, Nahkampf. Tja. So, alte Option. Ah, der geht auch schon flüchten. Aber bitte nicht weitere Verstärkung rufen, gell? Das wollen wir jetzt nicht. Ups. So. Mal gucken, wann der aufgibt. Ach, der gibt gar nicht mehr auf. So, aber hey, gut, okay, wir haben es geschafft. So, Rapier, Goldschmuck. Ja, wir nehmen den Goldschmuck. Ich weiß gar nicht, ist der Goldschmuck wirklich was wert? Das werden wir später irgendwann mal feststellen. So, das war's. 24 Abenteuerpunkte. Wie, keine Dukaten? Ah, da. Goldschmuck. Laute, allraune, Schlafgift, Ilmenblatt. Ja, dann nehmen wir 5 Stück. Aber ich glaube, die stapeln nicht, oder? Ach komm, die Laute nehmen wir noch mit. Schlafgift im. So, jetzt gucken wir erst mal. Oh Gott, sehen die aus. Nee, die stapeln natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? Gut, dann werden wir hier mal wieder verteilen gehen. Ich glaube, wir sollten dann auch irgendwann mal verkaufen gehen. Gut, das sieht schon mal gut aus. Aber ich glaube, hier in Despota werden wir nichts finden, wo wir was verkaufen könnten. So, dann müssen wir auch mal gucken. Du hast die Laute. 5, 5, gut. Ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. So, sehr schön. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier einen Händler haben. Aber ich doch, ja doch, wir haben. Obwohl, da waren wir ja gerade. Ja, wir waren gerade bei dem Händler. Obwohl, das ist ja eigentlich ein Bordell gewesen, der Händler. Ja, sag ich doch, Liebesgeflüster. Nein, wir wollen hier nichts weiterholen. Ich glaube, wir müssten hier verschwinden. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt mal etwas verkaufen gehen. Und dazu müssen wir aus diesem Nest hier auch wieder raus. Ach, ist das blöd. Aber warte mal ganz kurz. Wir können erst einmal, komm, wir gehen erstmal hier auf Windtochter drauf und werden jetzt hier erst einmal ein paar Talente anwenden lassen. Und zwar Heilkunde Wunden. Ich hoffe ja, dass das hinhaut. Ja, gut. Ich dachte, es wäre schon wieder zu weit entfernt. Noch zu nah dran, dass wir das letzte Mal das genutzt hatten.
Und wenn alles gut geht, dann fängt sich diesmal hier auch keiner irgendwie. Das ist noch zu lange her. Nein, ist noch nicht so lange her. Gut, okay, das wird dann hier bei Maralina, genau. Dann müssen wir das gleich irgendwie mit Magie hinkriegen. Moment. So, wir gucken uns dann Talente an. So, wo haben wir es denn? Ach nee, Zauber wollten wir uns angucken. Zauberfertigkeiten. So, Heilung. Naja, gut, bei dir ist der Balsam relativ gut. Bei dir auch. Gut, da ist es eigentlich Schnurzpiep, egal wer von euch beiden jetzt gerade den Balsam spricht. Es muss nur einer sein, der Mana hat. Komm, die geben wir nochmal etwas. So, und dann darfst du jetzt einen Zauber sprechen. Und zwar auf. Ach so, wer soll die Magie anwenden? Hallo, ich bin doch schon auf Windtochter. So, und zwar Heilung. Balsam. Deswegen war ich jetzt eben gerade etwas verwirrt. So, und wie viel geben wir ihr? Ihr geben wir mal 15. So, hört sich jedenfalls sehr gut an. Ja, Maralina steht wieder auf dem Beinchen. Yeah, noch etwas rumtorkeln. So, und wir werden erstmal nach Farnheim reisen. Ach, wir reisen gar nicht per Schiff. Ich dachte, wir würden per Schiff reisen. Okay, gut, dann machen wir das halt eben so. Und wir haben. Ah ja, gut, doch, geht. So, ihr habt davon noch genug. Schattensee darf wieder. Leider keine Kräuter gefunden. Ah, das tut mir jetzt aber leid. So. Und hat soweit alles geklappt. Sehr schön. Ja, ich weiß, unser Stiefkind Kurian, der wird immer so nebenbei behandelt. So, der Weg wird von Meile zu Meile schlechter. In der Ferne könnt ihr eine Gestalt erkennen, die euch entgegenkommt. Auf 100 Schritt entfernt könnt ihr erkennen, dass es sich offensichtlich um einen Jäger handelt. Ja. Naja, den Jäger grüßen und weiterziehen. Den hat man schon ein paar Mal. Deswegen brauchen wir da nicht immer hin. So, und in Farnheim werden wir jetzt erstmal einen Händler aufsuchen. So, wir können also hier hoch. So die Theorie. Und haben dann hier gleich. Genau. So die Theorie. Ja. Mal gucken, ob ein anderer. Ach, da ist einer gewesen. Der ist gar nicht mal. Ich dachte, da müsste ich jetzt so um die Ecke wieder rum. Ein Kräuterhändler. Haben wir so viele Kräuter, dass sich lohnt zu verkaufen? Wir könnten denen auch ein paar Einbeeren geben. Mal gucken, ob sie süchtig werden. Nein, tun wir jetzt nicht. So, 10 Stück verkaufen wir und gut ist. Habe ich doch. Null. Ach, geh auf Abrechnen, behalten wir sie so. Was hast du jetzt davon? So, wo ist der andere Händler? Da drüben. Das heißt, duck, 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 duck. Ja, gut, ich glaube, wir haben hier sogar Waffen. Das heißt, es lohnt sich sogar. Ich weiß jetzt noch nicht, wer die Waffen alle hat. Die Laute. Wir können natürlich die Laute als Waffe nutzen. Wack. Macht bestimmt auch einen guten Eindruck. Und wir haben da immer noch den goldenen Schlüssel. Ja, wir waren ja bei den Das Poter Schatz. Schatz, das Poter hat. Aber irgendwie kamen wir da nicht weiter, leider. Hat man nicht auch irgendwie? Ach, du hast, glaube ich, das Zeug, gell? Da. So, dann verscherbeln wir das Zeug. Komm, wir versuchen mal 50%. Schaffst du es mit 40? Nein, schafft sie nicht. Wir versuchen es mal mit 20. Gut, das klappt wenigstens so. Und wir kriegen immerhin 3 Dukaten mehr. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Krämer. Warte mal. Nur noch. Du hast 12 Pfeile. Ja, komm, wir holen nochmal neue Pfeile. Sicher ist sicher, weil wir leben ja in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auf das Totenschiff treffen. Und da wäre es dann etwas uncool, wenn wir dann keine Pfeile hätten. Sups. Und ja, komm. Wir haben dich eben gerade schon fast übers Ohr gezogen. Oder auch nicht. Er hätte immer nur 20% gegeben. So. Du hast die Pfeile. Jetzt hast du die Pfeile.
Ja, Nummernblock funktioniert immer noch nicht. Ach, die hat nicht alle nehmen wollen. Ich bin jetzt überladen, ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. So, dann nimmst du halt eben diese Pfeile. 5, 2. 2. Also. Ich habe jetzt nur nicht nachgerechnet. Ich habe jetzt auch keine Lust, wieder vorne drauf zu gehen. So, wir gucken jetzt erst einmal. Da ist der nächste Händler. Ein Krämer. Sehr schön. So, und hier können wir nämlich jetzt den ganzen Goldschmuck loswerden, der wahrscheinlich überhaupt nichts. Doch, er ist was wert. Sehr schön. Der Goldschlüssel ist sogar auch 7 Silberlinge wert. Wir haben hier eine Laute. Nein, die holen wir gerade nicht. Wir brauchen den Platz. Dementsprechend geben wir die Laute nicht an unsere Elfe weiter. Wobei wir natürlich 2 Elfen haben. Und an eine Elfe das übergeben könnten. Ja, könnten wir. Wobei Windtochter ja auch gerade wieder hier Platz bekommt, wie ich sehe. Aber nein, wir brauchen den Platz. Tut mir leid. Belana musste auch auf die Armbrust verzichten. Da musst du jetzt hier auf die Laute verzichten. 10 Silberlinge. Aha. Das Ding ist 5 Dukaten. Das heißt, das Ding ist wahrscheinlich wirklich nichts wert. Wir verkaufen es einfach mal. So, und hast du noch irgendetwas? Ja, du hast natürlich auch noch etwas. Sehr schön. So, und dann werden wir jetzt mal gucken, was wir rausschlagen können. Woi, da hat der Toscha wieder ein gutes Händchen gehabt und wir machen gerade Kohle ohne Ende. Und ja, haben es natürlich erstmal wieder geschafft. Wir könnten natürlich auch einen Heiler aufsuchen. Ist das hier unten der Heiler? Ja, ist ein Heiler. Gut, dann suchen wir den natürlich gerade mal auf. Und wir haben eben gerade genug Geld verdient, deswegen können wir das machen. Und lassen uns mal hochheilen. Sups. Ah, ich glaube, Peppi bellt wieder rum. Soll er ruhig bellen. Da hinten kriegen wir das so gut wie zum Glück nicht mit. Nur so ein bisschen. Vielleicht liegt er jetzt auch wieder auf unserem Bett drauf. Und bellt sich da ein zurecht. Nach dem Motto, ey, ich bin oben und du darfst nicht hoch. Weil unser Hund darf nicht hoch. So, damit haben wir auch wieder eine schöne Reise unternommen. Wir sind in Farnheim angelangt. Und von hier aus werden wir hoffentlich bald dann mal ein Schiff betreten. Tja, und was wir dann auf diesem Schiff erleben oder nicht erleben, das sehen wir das nächste Mal. In dem Sinne danke ich euch fürs Zusehen und auf bald. Tschüss!